Ich bin Gerrit Tamm, ich arbeite für die SAH-Hochschule in Berlin und betreue dort den ganzen Bereich für die Wirtschaftsinformatik. Die SAH-Hochschule macht natürlich primär als Hochschule Lehrveranstaltungen. Wir haben 14 Studiengänge insgesamt. Das Lernen, wie es klassisch bisher stattfand, also jetzt zumindest in den letzten, sage ich jetzt mal, 50 Jahren, so im Klassenraum, das wird sich wahrscheinlich massiv ändern, dass man eben auch sich bewegen kann, also mobil ist in der Lehre, dass man auch bestimmte Sachen viel intensiver entdecken kann. Und deshalb ist es eben aus der Bildung heraus eben auch ein Aspekt, wo man eben genau sehen kann, wie Bildung sich verändert auf Basis von der Verfügbarkeit von anderen Formen von Displays. Ich bin froh, auch an dem Netzwerk teilzunehmen und auch unsere Kompetenz im Bereich der Sensorik einbringen zu können ins Netzwerk. Ja, ich finde unser Netzwerk sehr interessant, sind sehr unterschiedliche heterogene Partner und ich glaube auch, dass wir hier ganz tolle Lösungen gemeinsam erarbeiten werden und ich freue mich einfach auf die Zusammenarbeit.